sich alles um eine Entscheidung. Wer kann Kanzler? Sie? Sie? Oder doch Sie? Horsti, hast du schon mal was gehört von Good Cop, Blöd Cop? Eine historische Wahlnacht. Jetzt hat der Wähler das Wort. Sie was mitgeben? Nee, vielen Dank. Fängt zu regnen. Scheiße. Die Wahl ihres Lebens. Die Bundestagswahl 2017 im ZDF. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an diesem historischen 28. September 2017. Ich bin Rolf Dieter. Und ich bin Dieter Rolf. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Dann wissen wir endlich, mit wem Angela Merkel in Zukunft regiert. Wird sie allein regieren können? Oder regiert sie wieder allein mit der SPD? Ja. Wir nutzen doch die wenigen Minuten, die uns noch bleiben bis zur Hochrechnung, um den Wahlkampf ein bisschen Revue passieren zu lassen. Meine Damen und Herren, bei uns ist der Wahlkampfexperte Alfred Dorfer. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dorfer, Sie sind ja von der Agentur Alt und Matt. Herr Dorfer, Angela Merkel hat ja im Wahlkampf auf ihr internationales Renommee gesetzt. War das eine vernünftige Entscheidung? Ja, die New York Times hat sie als Leading of the Free World bezeichnet. Mhm. Und daher war die Kampagne ein bisschen on the top. Ja? Mhm. Man sieht, es fehlt ein bisschen das Fire, ja, wie man so sagt. Ja. Und da wurde dann versucht, gegenzusteuern. Mhm. Komm, einmal noch. Das hat ja nicht wirklich funktioniert, weil die Wähler gemerkt haben, dass da doch kein Argument dahinter steckt. Ja, das Folgeplakat war schon etwas von Verzweiflung geprägt. Hier das letzte Mal versprochen. Sagen Sie, Herr Dorfer, wie beurteilen Sie im Nachhinein die Wahlkampfstrategie der Grünen? Ja, die hatten Probleme mit der Clearness of the Message. Mhm. Hier sieht man das genau. Na ja, Vermögenssteuer jetzt scheint mir relativ klar. Ja, aber sehen Sie dieses kleine Sternchen hier? Okay, interessante Wahl. Also die Aussage ist Vermögenssteuer jetzt nicht. Ja, aber da ist noch einmal ein kleines Sternchen. Und wenn doch, dann nur unter der Bedingung, dass sie keinen trifft. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Die AfD, Herr Dorfer, hatte sich ja im Laufe der Kampagne als Opfer der Medien inszeniert und davon gesprochen, dass sie nie ausreden dürfe. Ja, das wurde geschickt ausgenutzt und das Plakat war wirklich hilarious. Mhm. Ausreden für Deutschland. AfD, jetzt natürlich. Sehr, sehr geschickt. Die SPD hat es ein bisschen schwieriger, als man gemerkt hat, Mensch, man kann sich ja Minister zum Mittagessen mieten. Ja. Stichwort Rent-a-Sozi. Ja, da hat man auf Verteidigungsoffensive umgeschaltet, mhm, mit diesem schönen Claim hier, sind wir zu teuer, bist du zu arm. Mhm. Interessant, ja. Daraufhin haben ja hunderttausende SPD-Mitglieder öffentlich ihr Parteibuch verbrannt, um auf die soziale Kälte in diesem Satz hinzuweisen. Da wurde blitzartig reagiert mit Sigmar Gabriel als Key Visual hier, The Walking Dead. Das ist toll. Sofort war menschliche Wärme spürbar. Ja, das fand ich auch ganz wunderbar, ja. Ja, aber nur deshalb, weil Sie als Einziger nicht wussten, dass The Walking Dead eine Serie über hirntote Zombies ist. Jetzt finde ich es noch besser. Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. War das klug von der SPD, bis heute zum Wahltag nicht zu sagen, wer Kanzlerkandidat ist? Das war eigentlich ganz genau wurscht. Weil bei Sigmar Gabriel weiß man, dass er werbetechnisch unverkäuflich ist, sozusagen. Und Martin Schulz mit seinem Bart, ich meine, der letzte Kanzler in Deutschland, der einen Bart hatte, war Österreicher. Vielen Dank, Herr Dorfer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Einschätzung. Ja.
Das war doch relativ. Ich höre. Wiederholt, bitte. Ich höre. Das ist. Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Nein, das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen kommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten. Jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen. Vielleicht, ich meinte im Bundestag. Ach so, ja. Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen. Also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. abziehen. 13,5%. Das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem noch mal rot-rot-grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann wären also Linke und Grüne auch nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Vielen Dank, Dieter Rolf, für diese erste Hochrechnung. Ich höre, ja, meine Damen und Herren, wir haben eine erste Live-Schalte zu den Wahlpartys. Ich schalte gleich mal zu meinem Kollegen Dieter Rolf. Der befindet sich jetzt bei der AfD im Hindenburghaus. Ist da die Stimmung recht ausgelassen? Ich kann Sie schwer verstehen. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden, weil hinter mir ist die Stimmung noch sehr, sehr ausgelassen, wie man eigentlich auch hinter mir sehen können müsste. Ich frage mich sowieso, warum Reporter immer wieder in so überfüllte und heiße Räume geschickt werden, nur um zu berichten, was man auf dem Schirm eh sehen kann, nämlich, dass die Stimmung ausgelassen ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses erste Stimmungsbild. Mir scheint, da ist die Stimmung doch recht ausgelassen. Schalten wir gleich rüber zur CDU ins Merkel-Mausoleum. Da scheint mir die Stimmung nicht ganz so ausgelassen, oder? Täusche ich mich? Nein. Gleich weiter zur SPD in die Sigmar-Gabriel-Siegeshalle. Wie ist denn da die Stimmung? Ja, ich würde gerne berichten, wie die Stimmung ist, aber hier ist keine. Also hier ist überhaupt keiner. Seitdem die Wahlergebnisse bekannt geworden sind, hat sich das sehr schnell geleert. Ich sehe auch hier die SPD-Parteispitze. Ich sehe niemanden mehr. Wir gucken vielleicht mal raus. Hier draußen auch bis vor eben noch die Anhänger der SPD. Niemand mehr zu sehen. Vielleicht mal ganz kurz. Können wir das sehen hier? Was das? Das ist ein Grablicht und offensichtlich ein Statement von Martin Schulz für die Presse. Ich lese das mal kurz vor. Er liest, das Ergebnis der SPD ist respektabel verglichen mit. Ja, und dann steht da nichts mehr. Danke, Dieter Rolf, für diese Momentaufnahmen. In unserem Studio sind jetzt die Vertreter der Parteien, also die Vertreter, die so unwichtig sind für die Parteien, dass sie um diese Uhrzeit schon vor die Kameras gelassen werden. An meiner Seite Uta Köbernick, sie ist die Bundesbeauftragte der AfD für Hassmails. Meine erste Frage an Sie, Frau Köbernick. 38%, das war wohl nichts, was? Medienhure. Wie bitte? Wie bitte? Ich habe nur noch fertig geschrieben. Was war denn Ihre Frage?
Achso, ja. 38%, Frau Köpenick. Einige Ihrer Parteikollegen hatten ja 39% prognostiziert. Da frage ich mal ganz direkt, wie groß ist die Enttäuschung? Wir haben die CDU überholt. Wir sind die Partei, die die Regierung stellt. Frauke Petri wird Bundeskanzlerin. Björn Höcke wird Propaganda-Regierungssprecher. Ja, ja, vielen Dank. Man kann sich natürlich alles schönreden. Kommen wir zur SPD, Herr Dorfer. Ich möchte mich zuerst bei allen Wählern bedanken. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Sie haben keine mehr. Richtig. Ja. Sie sind ja Wahlkampfexperte der SPD. Gewesen. Aber lassen Sie mich so sagen, wir haben den Markenkern der SPD verteidigen können. Was genau ist der Markenkern der SPD? Angela Merkel. Ja. Der letzte Munde Michael Altinger. Sie sind Fraktionsvorsitzender der CSU in Strunzenöd. Herr Altinger, was sagt die CSU-Basis zu dieser verheerenden Niederlage? Ich verstehe gar nicht, was Sie uns da unterstellen wollen. Die CSU kommt in Bayern auf über 25%. Das sind 25% weniger als beim letzten Mal. Ach so. Ja, aber immerhin, man muss das schon einmal so sehen. Wir haben ist es nicht so, Herr Altinger, dass in der Vergangenheit eklatante Fehler gemacht worden sind? Ja, aber dafür übernehmen wir keine Verantwortung, denn die CSU lebt in der Gegenwart. Das geht physikalisch, geht das überhaupt gar nicht. Meine Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, wir dürfen jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken. Die Devise muss weiter lauten, jetzt nach rechts. Jetzt erst recht. Nach rechts. Wobei wir natürlich die Entwicklung von Anfang an von der Basis aus Strunzenöd beobachtet haben. Und schauen Sie, was ist denn alles passiert im Jahr 2017? Sicher, es war richtig, diesmal wieder die Merkel einzuladen zum Parteitag. Und es war auch richtig, ihr diesmal von vornherein den einzigen Stehplatz im Saal anzubieten. Ja, aber dass mir dann auch noch erlaubt hat, die Bayernhymne zu singen, im Dirndl mit drei Gebirgsschützen, das war der Anfang vom Ende, meine Damen und Herren. Was war noch 2017? In Frankreich und in der Türkei wurde die Todesstrafe wieder eingeführt. Und bei uns in Bayern, da darfst du in der Schule nicht einmal einen Gekreuzigten an die Wand hängen. Da besteht doch eindeutig Nachholbedarf, oder? Bitte, da wundert mich so ein Ergebnis in keinster Weise. Aber schauen Sie, die SPD bei minus 14,5%. Das tröstet, das ist Balsam, meine Damen und Herren. Wissen Sie, die SPD, die haben ja ernsthaft darüber nachgedacht, den Wähler mit einem Streik auf ihre Seite zu zwingen. Ja, ich sage mal, die SPD ist eben der Lufthansa-Pilot der Politik. Abgehoben, aber selten. Was sehen Sie jetzt? Aber Sie, entschuldigen wir. Verzeihung. Aber schauen Sie, die ganze Misere hat ja erst einen Anfang genommen, als der Erdogan sämtliche Schleusen für die Flüchtlinge geöffnet hat und der Seehofer gemeint hat, er löst das Problem an der deutsch-österreichischen Grenze. Aber doch nicht mit einer Maut. Die Vignette, die hat ja am Afrikaner, die hat ja gar nicht, das ist ja wie ein österreichischer Briefwahlumschlag. Das hat keins dabei, sie hat das. Schauen Sie, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, bitte. Ich kenne Afrikaner, ich kenne viele Afrikaner, die sind inzwischen so gut integriert, dass du ihnen nicht einmal mehr die Hautfarbe ansiehst. Wirklich wahr, ich kenne die. Und an diesen Leuten, da hat natürlich die Vignette, die hat dann nicht gepappt. Der Afrikaner schwitzt dich sofort runter. Ja, und dann war er wieder nicht registriert. Da bringt es überhaupt gar nichts, dass der Seehofer bis zuletzt die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen hochgehalten hat. Wir sind ja bis jetzt nicht einmal bei der Hälfte. Wie sollen wir bis zum Jahresende noch 200.000 Flüchtlinge auftreiben? Schauen Sie, der Innenminister Herrmann hat ja schon ganz verzweifelt angerufen beim Roberto Blanco, ob er vielleicht noch irgendjemand kennt oder so. Schauen Sie.
bei uns in Strunzenöd kommt die CSU nach wie vor auf knapp 90%. Weil man bei uns immer noch meint, für die AfD, da muss man Sachse sein. Aber das ist, nein, nein, das ist, das muss jetzt auch bitte unter uns bleiben. Das wird auch jetzt nicht aufgezeichnet. Nein, wir sind live. Ach so. Gut, dann möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Strunzenöd ist der letzte Hort, an dem die Demokratie noch so funktioniert, dass alle das Gleiche wählen. Und deshalb würde ich fordern, für Strunzenöd die Atombombe. Na, das ist jetzt kein Schmarrn, kein Schmarrn. Bitte, dieser kleine hässliche Zwerg in Nordkorea hat sie, ja, und wir nicht. Dieser Hundskrüppel darf damit. Meine Damen und Herren, ich fordere die Weltgemeinschaft auf, die Atomic Bomb is only safe in Strunzenöd. Denn wir halten es mit ihr wie mit der Demokratie. Wir sind stolz, sie zu haben, aber wir benutzen sie nicht. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Altinger, für diese... Vielen Dank. Dieter Rolf, gibt es denn schon erste Erkenntnisse über diese erdrutschartigen Gewinne der AfD? Na, ist vielleicht noch ein bisschen früh an diesem Wahlabend, aber wir können uns schon mal die Wählerwanderungen anschauen. So. Ja, da sieht man doch recht eindeutig. Die AfD kommt ja tatsächlich Wähler aus ganz verschiedenen Lagern, aus verschiedenen politischen Lagern dazu gewinnen. Die AfD ist also sozusagen die Partei für alle die, die ihre politische Heimat verloren haben. Ja, man kann auch sagen, die AfD ist jetzt die Partei der politischen Flüchtlinge. Als Beispiel nur, einige von der CDU sind da herübergewandert in der Hoffnung auf niedrigere Steuern und damit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Also quasi Wirtschaftsflüchtlinge? Ja. Aber die Union hatte doch im Wahljahr versucht, durch eine schärfere Law-and-Order-Politik eine Brücke zu bauen zur AfD. Das ist ganz interessant. Diese Brücke hat es tatsächlich gegeben. Allerdings war man schlichtweg überrascht, wie viele Unionswähler diese Brücke benutzt haben, um zur AfD überzulaufen. Schauen wir noch mal ganz kurz und dann sehen wir, die AfD hat ja auch erstaunlich viele SPD-Wähler aufgenommen. Ja, dazu war sie geradezu verpflichtet, weil Sozialdemokraten werden ja innerhalb der SPD seit Jahren systematisch verfolgt. Richtig. Sagen Sie, wo wir bei der SPD sind, SPD, Volkspartei, müssen wir uns nicht langsam verabschieden von diesem Begriff angesichts dieser doch großen Wählerwanderung? Ich würde sogar von einer Völkerwanderung sprechen, um nicht zu sagen von einem Völkersprint. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, kurz erklären, ja, Dieter Rolf. Das ist ganz interessant. Das Politbarometer hat zum allerersten Mal die Geschwindigkeit gemessen, mit der Wähler die SPD verlassen haben. Und man kam auf satte 25 Stundenkilometer. Man könnte quasi auch sagen, da rennt Asozi. Ja. Vielen Dank, Dieter Rolf. Wir wissen also jetzt, wer die AfD gewählt hat, wissen aber noch nicht, warum. Bei uns im Studio ist jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Frau Meli Giak, sie ist Publizistin, Schriftstellerin und sie hat einen Hintergrund als Kolumnistin für Zeit Online. Frau Kiak, zugespitzt gefragt, ist der Erfolg der AfD heute Abend nicht auch auf Menschen wie Sie zurückzuführen? Bitte? Nun, Sie sind intellektuell erfolgreich, streitbar, eine Frau. Sie heißen Kiak und Ihre Kolumne heißt Deutschstunde. Ist das nicht ein bisschen viel? Könnte das nicht Ressentiments in der deutschen Bevölkerung hervorrufen, die dann heute Abend von der AfD erfolgreich abgeschöpft wurden? Mit anderen Worten, ich bin jetzt schuld an der AfD? Vielen Dank, eine klare Analyse. Wie ich höre, meine Damen und Herren, die Live-Schalte steht, meine Damen und Herren. Die Vorsitzende der AfD betritt jetzt die Räume im Hindenburg-Saal und gibt ein erstes Statement ab. Wir schalten gleich mal rüber. Liebe Freunde,
Liebe Mitstreiter und liebe Frauen der Mitstreiter und Freunde, liebe Streitende und Mitfreunde, unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Was für ein siegreicher Tag, an dem die AfD gesiegt hat, auf eine Weise, wie wohl bisher noch keine AfD gesiegt hat. All denen, die uns immer zugerufen haben, könnten Sie Ihren Wahlstand vielleicht nicht direkt vor der Behindertentoilette aufbauen, den sage ich heute ausdrücklich, Wahrheit und Mut sind nur drei Seiten einer Medaille. Sie kennen mich, ich bin immer eine Frau der klaren Worte gewesen und als solche freue ich mich heute über diesen Sieg postfaktischer Argumentation zugerate, über die entartete etablierten Parteien von den Kommunisten in der Union bis zu den kontradiktatorischen Gender-Terroristen der Grünen. Lassen Sie mich hier gleich die wichtigsten Punkte der ersten 100 Tage unserer Regierung insinuieren. Wir werden als Zeichen des guten Willens zunächst von einer Strafverfolgung gegen Angela Merkel absehen. Im Rahmen einer verbesserten Grenzsicherung werden Bertels von Storch und Alexander Gauland von heute an mit Doppelflinte an der bayerisch-österreichischen Grenze patrouillieren. Wir werden uns für das Humboldtsche Bildungsideal einsetzen, sobald wir herausgefunden haben, wer dieser Humboldt eigentlich war. Ab sofort geht wieder die Wehrpflicht. Zur Kostensenkung gelten als wehrfähig insbesondere Hartz-IV-Empfänger, Rentner sowie Sarah Wagenknecht. Liebe Freunde, ich glaube, an einem solchen Tag gibt es vieles, für das man dankbar sein kann. Ich danke vor allem der Pinocchio-Presse, weil sie es durch ihre Berichterstattung im letzten Jahr geschafft haben, dass sich viele Spießbürger der Mittelschicht durch ihr Kreuzbar der AfD für Rebellen gehalten haben. Ich danke den tausenden AfD-Wählern aus prekären Verhältnissen dafür, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, mal in unser Parteiprogramm zu schauen. Wer weiß, wie diese Wahl sonst ausgegangen wäre. Ich bedanke mich für die Glückwünsche, die uns schon erreicht haben. Besonders bei Viktor Orban, Bodo Strauß und Kim Jong-un. Ich bin sehr glücklich heute Abend, denn wenn die Zukunft der Demokratie ein winziges Flämmchen der Hoffnung ignoriert, dann habe ich Mut für das Wachsen des deutschen Volkes. Oder andersrum. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das waren doch versöhnliche Töne, zumindest verwirrende, vielleicht nicht ganz menschenfeindlich, das ist vielleicht ein Anfang. Ich höre, wir schalten jetzt zu der Linken. Mal schauen, wie die Linke auf diesen Wahlerfolg der AfD heute Abend reagiert. Ich sehe mit einer Liedermacherin, wie originell. Wenn man aus Schaden klug wird, wozu dann Bildungspolitik? Ja. Oder deswegen? Ja. Warum lernen wir in Mathematik nicht, womit wir später rechnen können? Haben Sie es vorhin gesehen? Also bei Frau Kopetri, haben Sie genau hingeschaut? Ich habe ganz genau hingeschaut. Ein super Haarschnitt. Nein, wirklich, das ist ein feiner Kurzhaarschnitt. Also ich habe echt auch überlegt, ob ich mir die Haare abschneide. Nicht deswegen, aber dann dachte ich, ja, das ist wirklich... Was, ich rede über Haare? Meine Güte, da musste ich mich jahrelang anplustern lassen mit Witzen über die Frisur von Angela Merkel und blut. Und sollte das dann jeweils als inhaltliche Kritik an ihr verstehen? Ah, mit mir nicht. Kann ich trennen. Frau Kopetri hat eine super Frisur. Toller Haarschnitt, hübsche Frau. Da heißt es immer, man soll sich von den Rechten nicht die Themen wegnehmen lassen und jetzt auch noch die Frisur? Bei mir nicht. Super Haarschnitt. Und jetzt was Inhaltliches.
Lasst uns über Armut sprechen. Wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Ist sie innen oder außen? Ist sie vorne oder hinten, wenn es vorne und hinten nicht reicht? Wenn es nicht reicht um dies, wenn es nicht reicht um das, wenn es nicht reicht um... Reichtum. Lasst uns über Armut sprechen. Nein, darüber spricht man nicht. Man spricht nicht über Geld. Man spricht höchstens von der Währung und ob der Kurs hält. Halt auch du den Kurs, mein Freund. Halt drauf, sonst wird's gefährlich. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Doch seien wir ehrlich, bei Geld fängt manche Freundschaft doch erst an. Da liegt er vor mir, der Lottoschein. Ich lasse mich hier nicht verwirren. Ich trage ganz stolz die 6 Richtigen ein. Ich behalte mir vor, mich zu irren. Manchmal muss man sich entscheiden. Aus dem Bauch und ganz spontan. Manchmal muss man sich entscheiden und hat es längst getan. Ein Kandidat spricht in die Kameras, die blinken und surren und sirren. Er sagt, er stünde für dies und er stünde für das und behält sich doch vor, sich zu irren. Manchmal muss man sich entscheiden, wirft man eine Münze oder steckt man sie in den Wahlkampf? Um ein Amt zu bekleiden, braucht es Kleingeld und natürlich ein bisschen Demokratie. Da liegt er vor mir, dieser Lottoschein, dieser Stimmzettel. Und mir schwirren im Kopf Kandidaten und Parteien. Ich behalte mir vor, mich zu irren. Du schaust auf den Zettel, worum ging's nochmal? Was gilt es hier jetzt zu vermeiden? Hat man eine echte oder nur die Wahl? Ja, da muss man sich entscheiden. Für alle Zuschauer, die jetzt erst zugeschaltet haben, Sie sehen den Wahlabend 2017 im ZDF. Die AfD hat heute Abend völlig überraschend die Wahl gewonnen. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an die Zeit damals vor einem Jahr, auch als Donald Trump ja auch völlig überraschend gewonnen hatte. Naja, völlig überraschend. Jetzt werden Sie mir gleich erklären, dass Sie wissen, warum Donald Trump gewählt worden ist. Lassen Sie mich raten, wahrscheinlich waren die Amerikaner schuld. Ja. Richtig, aber die Frage ist doch, warum werden Populisten wie Petri oder Trump gewählt? Ja, interessante Frage, gutes Stichwort. Schauen wir doch mal in die USA. Und zwar in den letzten 40 Jahren sind dort die Löhne stagniert. Die Hälfte der Amerikaner hat Schwierigkeiten, $400 aufzurufen für einen überraschenden Arztbesuch. Auch die Lebenserwartung sinkt. Gut, das kann man natürlich vielleicht auch positiv sehen. Ich meine, wer früher stirbt, der ist ja auch kürzer arm. Nur weil die Politiker die Arbeiter jahrzehntelang ignoriert haben, müssen die ja nicht gleich Frauke Petri wählen. Sie meinen Trump? Richtig. Ja, mussten sie vielleicht schon, denn sagen wir mal, für die Arbeiter waren die Sozialdemokraten ja keine richtige Alternative mehr. Die US-Demokraten? Die US-Demokraten, richtig. Sehen Sie, für die Arbeiter war das so, die US-Demokraten haben die Arbeiter quasi im Stich gelassen und die haben sich dann mit Trump revanchiert. Schauen wir uns auch mal das Stimmverhalten der Geringverdiener an, also Wähler mit weniger als $50.000. Mhm. Das ist ja eine hochinteressante Theorie, die vielleicht nur einen ganz klitzekleinen Haken hat. Sie ist absoluter Bockmist. Okay. Denn hier sieht man ja ganz eindeutig, die Mehrheit der Geringverdiener hat ja offensichtlich für Hillary Clinton gestimmt. Ja, Sie haben vollkommen recht. Allerdings haben vor 4 Jahren noch viel mehr Geringverdiener für die Demokraten, für Obama gestimmt. Die sind allerdings jetzt rübergewandert zu den Republikanern, die Geringverdiener.
Na gut, das waren wahrscheinlich die weißen Geringverdiener und das sind ja alles Rassisten. Ja, Moment, also da steht schon die Frage im Raum, warum einige dieser Rassisten vor 4 Jahren noch Obama gewählt haben. Weil die ja wollen, dass die Schwarzen die Drecksarbeit machen und Präsident, das ist ja ein echter Scheißjob. Okay, interessante Theorie. Schauen wir uns doch vielleicht mal an, wo Hillary Clinton tatsächlich verloren hat. Es war Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin. Ja, aber das sind doch alles Seegrundstücke. Ich meine, da wohnen doch sicher die Besserverdiener. Nein, da wohnen die Geringverdiener, das ist der sogenannte Rust Belt. Man hat da viel Stahlkonzerne, Automobilkonzerne etc. Und ein Problem, diese Region, in den letzten 20 Jahren, man hat viel Industrie verloren, viel Bevölkerung verloren. Was geblieben ist, waren die Billigjobs und dort hat man eben nun einen Populisten gewählt. Und das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein für den Wahlausgang bei uns heute Abend. Na, also zeigen Sie mir mal eine Region in Deutschland, die ihre Industrie verloren hat, die unter Abwanderung leidet, wo es kaum nur noch Billigjobs gibt und die Leute deswegen, Frau Petri, ich ziehe mein Argument zurück. Aber diese Region ist ja hier. Ja. Diese Region ist ja hier auf der Karte gar nicht drauf. Richtig, die ist zu weit rechts. Trotzdem, warum Trump? Ja. Hat sich Hillary Clinton vielleicht nicht genug um die Arbeiter gekümmert? Doch, sie hat das gemacht, was eine gute Sozialdemokratin macht. US-Demokratin? US-Demokratin, richtig. Sie hat sich zu den Arbeitern heruntergebeugt und gesagt, na, das ist die Globalisierung, da kann ich nichts machen. Na, das ist doch erfrischend ehrlich. Ja. Ne? Stimmt ja auch, Politik schafft nun mal keine Arbeitsplätze. Ja, aber im Wegschaffen ist sie gar nicht so schlecht. Schauen wir uns das mal als Beispiel an. NAFTA, Freihandelsabkommen, USA, Kanada und Mexiko, damals unterschrieben vom US-Demokraten Bill Clinton. Ja, das sollte ja pro Jahr 200.000 Arbeitsplätze bringen. Ja, es hat dann 1 Million Arbeitsplätze gebracht, allerdings ins Ausland. Da. Das ist eben Freihandel, immer. Dafür sind aber auch die Preise im Supermarkt gefallen. Ja, allerdings sind die Löhne der Arbeiter noch schneller, die Einkommen noch schneller gesunken als die Preise. Weil ihre Arbeit eben nichts mehr wert war. Nein, weil die Arbeiter keine höheren Löhne durchsetzen konnten, weil die Firmen ja relativ einfach ins noch billigere, weil noch gewerkschaftsfreiere Mexiko überwechseln konnten. Naja, was hängt der Stahlarbeiter auch so an seinem Beruf? Nur weil er ihn gelernt und jahrzehntelang ausgeübt hat, nicht wahr? Außerdem, was hätte die Politik denn tun sollen? Etwa unrentable Industrien retten? Eine wunderbare Idee. Schauen wir doch mal zurück. 1977, Sie erinnern sich, die Stahlkrise. Hier ist Youngstown, Ohio. Man hat als die Arbeiter und die Gemeinden haben gedacht, Mensch, wir haben hier marode Stahlwerke. Lass sie uns doch selbst übernehmen. Lass sie uns modernisieren. Machbarkeitsstudien wurden gemacht. Und dann fehlte nur noch eins, ein Kredit der amerikanischen Regierung. Allerdings haben sie diesen Kredit nicht bekommen. Warum? Weil die Regierung gesagt hat, das wäre ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Ja. Das ist vielleicht auch besser so, war ja ein völlig unrealistischer Plan, nicht? Ja, es war viel realistischer, alles verrotten zu lassen, eine völlig perspektivlose Region zu schaffen, in der der Hass auf das System immer weiter anschwillt, bis man dann eben Frauke Petri glaubt, dass alles besser wird, wenn nur die Ausländer weg sind. Sie meinen Donald Trump? Was habe ich gesagt? Aber auf der anderen Seite zeigen Sie mir ein Stahlwerk in Arbeitnehmerhand, das profitabel arbeitet. Gerne. So, schauen wir doch mal nach Spanien. Mondragon, ein Mischkonzern, Autos, Maschinen etc. Das ist seit 25 Jahren in Arbeitnehmerhand, eines der modernsten Industriewerke der Welt. 100.000 Beschäftigte und sehr interessant, die Chefs dürfen maximal das 8-fache eines normalen Arbeiters verdienen. Sie erinnern sich damals bei Winterkorn, da war es das 400-fache. Aber das ist eben ein wunderbarer Konzern, wo viele aus dem Rust Belt jetzt hinfahren und sich weinend erklären lassen, wie es hätte besser laufen können, wenn ihre Politik zu Hause das gewollt hätte. Also gut, wir haben gelernt, im Rust Belt lief es jetzt nicht ganz so gut, nicht wahr? Aber man kann doch feststellen, dass es mit der US-Wirtschaft unter dem Demokraten Bill Clinton doch steil aufwärts ging. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings natürlich nicht für die Arbeiter, sehen hier unten die grüne Linie, das Durchschnittseinkommen der Arbeiter. Allerdings für die Topverdiener ging es weit nach oben, die zum Beispiel in der Finanzbranche tätig waren, bis dann zur Finanzkrise. Ja, gut, so eine Finanzkrise, die kommt halt, nicht wahr? Da kann die Politik ja gar nichts machen. Interessanterweise, diese Finanzkrise war von der Politik gemacht. Spannenderweise, hier, Bill Clinton hat ein Kabinett gebildet aus Millionären und Bankern und die haben dann sämtliche Gesetze abgeräumt, die diese Banken noch reguliert hatten. Hier können wir mal kurz zuschauen bei der Unterzeichnung dieser Deregulierung. Vielleicht, ja, sehen Sie, auch gucken wir, wie er guckt, hat er gut gemacht, sind sie alle sehr zufrieden, dass die Banken im Grunde machen konnten, was sie wollten. Ein Präsident der Bosse, sagen Sie, waren da die Wähler, die ihn als Demokraten gewählt haben, nicht ein bisschen verwirrt? Nein, nein, überhaupt nicht, weil Gerhard Clinton hat ihn ganz klar erklärt, dass
Wir sehen. Er hat Ihnen gesagt, das, was für die Banken gut ist, das ist auch gut für unser Land, bis halt dann eben die Finanzkrise kam. Ah ja. Na gut, dann hat man den Bankern natürlich dasselbe gesagt, was man den Stahlarbeitern gesagt hat. Man hat gesagt, wir können euch jetzt kein Geld geben, das wäre ja ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Ihr seid halt unproduktiv, lernt halt mal was Neues. Nein. Danke, Dieter Rolf. Wir wissen also jetzt, es scheint Gründe zu geben, warum Populisten gewählt werden. Mhm. Die entscheidende Frage ist also, könnte das vielleicht auch für den Wahlausgang heute Abend eine Erklärung abgeben? Ja, wer weiß, vielleicht fragen wir doch mal einfach nach. Wir sind jetzt verbunden mit Herrn und Frau Schuster. Frau Schuster arbeitet als Friseurin in Ost-Berlin. Herr Schuster ist Beamter. Beide haben die AfD gewählt. Ich weiß nicht, können Sie uns hören? Sicher, ich sehe Sie so, ja. Ach so, ja. Erste Frage, Frau Schuster, wie sollen wir Sie nennen? Sie haben zur Auswahl Abgehängte oder Globalisierungsverlierer? Hören Sie mal, Freundchen, ja? Verlierer, die gibt's ja eher im Spiel, wa? Aber mir hat nie jemand gesagt, dass ein Spiel losgeht oder mir die Regeln erklärt, ja? Ich bin hier eher Opfer. Und wo es Opfer gibt, da gibt's Täter. Was meinen Sie, soll ich Sie Täter nennen? Vielen Dank, nein, Rolf Dieter und Dieter Rolf genügt völlig. Dann sagen Sie doch bitte einfach Frau Schuster zu mir. Gut, ja, gerne Frau Schuster. Nach einer neuen Studie nehmen ja vor allem ältere und weniger Gebildete die Globalisierung als Bedrohung wahr. Moment mal, haben Sie eben gesagt, meine Alte ist dumm? Diese Gewaltbereitschaft unter den Abgehängten erscheint mir erschreckend. Ja, ja, ich nenne ihn mein revolutionäres Potenzial, nicht wahr, Tigerchen? Sagen Sie, machen Sie es sich mit Ihrer Globalisierungskritik nicht ein bisschen zu einfach? Ich hab doch gar nichts gesagt. Was ich meine, ist Ihre Globalisierungskritik, ist die nicht eigentlich postfaktisch? Sie wissen, was das ist? Ja, das ist, wenn Sie auf Fakten bestehen und Ihren Kindern gleichzeitig Globuli geben. Das ist es nämlich, das ist es. Also, ich bin Jutzigerchen. Ja, Moment, also. Ich auch mal gesagt. Entschuldigung, das... Also, da möchte ich doch mal sagen, dass bei mir wirkt die Homöopathie. Gut, also, typisch, mit Globalisierungsgegnern kann man einfach nicht diskutieren. Jetzt hören Sie mal, Freundchen, ja? Ich bin Friseuse, 8,50 die Stunde, meine Rente können Sie sich vorstellen, ja? Aber das ist nicht wegen der Globalisierung. Nee, ich stehe nicht in Konkurrenz zu einem Friseur in Bangladesch. Ich verdiene einfach zu wenig Geld. Und das liegt daran, weil die Politik nämlich ja keinen höheren Mindestlohn will. Moment, da muss ich kurz einhaken. Die AfD wollte zuerst überhaupt keinen Mindestlohn, jetzt nur zähneknirschend. Ist denn die AfD die richtige Partei für Sie, Frau Schuster? Ich hab die Linke gewählt, aber da sind sie nicht zu mir ins Wohnzimmer geschaltet. Ja, jetzt habe ich die AfD gewählt und jetzt bin ich im Fernsehen. Ich will alle grüßen, die mich kennen und lieben. Hallo Uwe, hallo Katrin, hallo Horst. Ist schon gut. Ist gut, Tigerchen. Frau Schuster, wenn ich noch mal fragen darf, Sie sagen also, es wäre politisch möglich, an Ihrem Lohn, Ihrer Rente etwas zu verändern. Es wird aber nicht gemacht und deswegen wählen Sie aus Protest die AfD. Da sehe ich ja dann noch eine gewisse Parallele zu den USA. Ja, und da möchte ich an dieser Stelle Jens Jahne jetzt mal Richard Rorty zitieren. Für unsere Zuschauer vielleicht ganz kurz. Richard Rorty, das ist ein Dieter Rolf? Richard Rorty, das ist ein Mann? Richtig. Sein Mann, der hat schon vor 20 Jahren den Trump vorhergesagt. Ach so, ein Verschwörungstheoretiker aus dem Internet. Nein, ein Philosoph aus Stanford, du Fatzke. Man muss man nicht kennen als Fernsehjournalist. Na gut, aber ich lese jetzt mal was von ihm, weil das wird sich jetzt ein paar Zuschauer kosten, aber ich lese mal. Du jetzt nicht, Tigerchen, ist wichtig. Achtung. Gewerkschaftliche und nicht organisiert ungelernte Arbeiter werden früher oder später erkennen, dass ihre Regierung nicht einmal versucht, etwas gegen sinkende Löhne oder den Verlust von Arbeitsplätzen zu tun. Sind Sie noch bei mir? Gut. Also, ein ansehnlicher Teil der Wählerschaft wird zu dem Schluss kommen, dass das System gescheitert ist und wird nach dem starken Mann suchen, den es wählen kann. Zitat Ende. Oh, das mit dem starken Mann kann für Deutschland nicht gelten, nicht wahr? Petri ist ja eine Frau. Ja, das, vielen Dank, sind sehr spannende Einblicke in das Seelenleben des Prekariats. Herr Schuster, nun sind Sie ja als Beamter sozial abgesichert und haben trotzdem die AfD gewählt. Ich nehme an, aus Solidarität zu Ihrer Lebensgefährtin? Nö, ich hab einfach was gegen Muslime.
Entschuldigen Sie, Herr Schuster, das sagt man nicht. Jetzt schon. Tja, vielen Dank, Herr und Frau Schuster. Ja, ich danke. Vielen Dank an die Schusters. Ja, Rassismus hatten wir bisher gar nicht als möglichen Grund für den Wahlerfolg der Populisten auf dem Plan. Ja, vielleicht, weil er uns beide nicht betrifft. Richtig. So, was wissen wir bisher? Die AfD hat 38%. Petri wird wahrscheinlich Bundeskanzlerin. Aber wir sind bei der Frage nach dem Warum keinen wirklichen Schritt weiter, trotz ihres tollen Touchscreens, Dieter Rolf. Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal die Kompetenzwerte der Parteien an. Wem trauen die Wähler also was zu? Also wem trauen sie zum Beispiel zu, die soziale Ungerechtigkeit, die die eigene Politik mitverursacht hat, erfolglos zu bekämpfen? Und da sagen tatsächlich 100% SPD. Oh, eine völlige Kompetenz beim Thema Scheingerechtigkeit. Welche Kompetenz traut der Wähler denn der Union zu? Das ist ganz interessant hier, Flüchtlingsverdrängung. 80% trauen der Union zu, am ehesten Flüchtlinge so unsichtbar ertrinken zu lassen, dass es das eigene christliche Gewissen nicht allzu sehr belastet. Und traut... Traut irgendeiner der Linken? Ich meine, was traut man der Linken zu? Ja, schauen wir doch mal nach. Der Linken traut Durchsetzungsunfähigkeit, trauen die Linke zu. Und dass die meisten Wähler glauben, die Linke kann am besten sozialdemokratische Positionen so vehement formulieren, dass sie am Ende keine Minderheit finden, wollte ich gerade sagen, keine Mehrheit finden. Naja. Und kommen wir zum Wahlsieger, ja. AfD. Welche Kompetenz wird der AfD zugetraut? Das ist sehr, sehr interessant. Schauen wir mal, 85% Frustableitung. Also 85% der Wähler der AfD trauen ihr am ehesten zu, Muslime und Gender Mainstreaming für persönliches Unwohlsein verantwortlich zu machen. Persönliches Unwohlsein, das sind dann so Dinge wie schlechte Bezahlung, unsichere Arbeitsplätze. Einseitige Migräne, schwerer Stuhlgang und braune Flecken im Rasen. Danke, Dieter Rolf. Vielen Dank. Damit sind wir noch keinen Schritt weiter. Bei uns im Studio immer noch Meli Kiak. Sie erinnern sich, Publizistin, Intellektuelle, Schriftstellerin, Kolumnistin bei der Zeit Online. Und deswegen geht meine nächste Frage an Sie als Mann, Herr Dorfer. Ganz provokant gefragt, wie geht es Ihnen? Ganz gut, danke. Ja, sagen Sie, Herr Hofer, Herr Dorfer, Sie... sind ja Österreicher und haben es damit in der letzten Zeit auch nicht leicht gehabt. Nein, wir haben in Österreich ein Flüchtlingsproblem, über das keiner spricht, das mich sehr berührt. 29.000 junge Deutsche kommen Jahr für Jahr zu uns nach Österreich, um zu studieren, weil sie zu Hause den Numerus Clausus nicht geschafft haben. Wir nennen sie zärtlich Intelligenzflüchtlinge. Sie sind sprachlich kaum integriert, sprechen von Kartoffeln oder so einem Scheißdreck. Auf jeden Fall, wir füttern die durch um unsere Steuergelder, bilden sie aus und sie gehen dann in die Heimat zurück. Also wenn sie in ein paar Jahren einen schlechten Arzt haben. Grüße aus Österreich. Hein? Auf jeden Fall ist es auch schön, wenn die anderen immer die Dämlichen sind. Wissen Sie, was das ist? In Wien nennt man das Russenluster. Ein Zeichen für das Bleibende im Wohnen. Na, die Lampen machen wir später. Hein? Und das bleibt dann auch so. Das ist so wie ein einrichtungstechnisches Vorurteil, so eine Art geistiges Pompeji. Ne? Der Holländer ist dämlich, der Ungar ist rechts, der Österreicher ist korrupt. Ja, okay, aber... ein gedankliches Provisorium. Ne? Da denke ich später drüber nach oder gar nicht. Man fühlt sich besser, noch besser, man fühlt sich besser als. Und das ist wichtig. Und diese Humorpolizisten und Gralshüter des Anstands haben natürlich Wirkung. Weil sich nämlich viele, die gar nicht recht sind und die keine Zeit haben, sich zu überlegen, was ist rückschrittlich oder fortschrittlich, weil sie nämlich andere Realitäten haben. Nämlich die Frage zum Beispiel, wie zahle ich meine Miete? Und weil sich all diejenigen nicht mehr beschimpfen lassen wollen, für ihre Ängste als Rechtsradikale oder dumpfe Mongos und dann in der Wahlzelle reagieren. Und deshalb ist diese Anstandselite mitverantwortlich an den Brexits, Trumps und AfDs dieser Welt. Und jetzt werden die Aufgeklärten sagen, no, 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 no.
Mehr können Sie heute nicht mehr sagen, außer no, 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 no. Dieses Halbbelesene. No, no, no. Das steht in der freien Presse aber ganz anders. Ja, die freie Presse, und da sehe ich die Gesichter leuchten. Und das erinnert mich an eine Situation, die kennen Sie, wenn Sie Kinder haben. Es ist Weihnachten, das Kind ist 4, 5, 6. Der Christbaum strahlt und durch den Christbaum strahlt das Kind. Ohne Ironie, ein bewegender Moment. Das Kind glaubt ans Christkind. Du als Vater weißt natürlich, den Baum hast du besorgt, den Bauern runtergehandelt, also hast du geglaubt. Und jetzt stehst du ergriffen vor der Frage, sage ich es ihm oder warte ich noch ein Jahr? Und vor derselben Frage stehe ich jetzt mit Ihnen und der freien Presse. Ich glaube, ich warte nur ein Jahr. Ha? Bleibt nur noch das Internet als demokratisches Medium. Im alten Griechenland war man übrigens der Ansicht, dass jeder Mensch zwei Seiten hat, eine öffentliche, politische und eine private. Die Privatpersonen hießen Idiotes. Und wer sich politisch betätigte, also öffentlich, musste die Privatperson hinter sich lassen. Man war nämlich der Überzeugung, wenn das Idiotische die Öffentlichkeit bestimmt, dann ist der Untergang eingeläutet. Und es klingt wie eine Prophezeiung von Facebook und Internetforen. Weil dann wird Demokratie zum Demokratismus. Guten Abend. Jetzt live aus München. Die Berliner Runde mit den Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017. Guten Abend, liebe Zuschauer hier in der Berliner Runde. Wir haben die Spitzenkandidaten und gleich mal die erste Frage an Frau Merkel. Heißt es jetzt Kanzlerschaft AD? Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Obama hat zu mir persönlich beim Candlelight-Dinner gesagt, Angie, hat er gesagt, Angie, you gotta do it. Das ist Englisch und heißt, du musst es machen. Ja, aber Sie haben doch Ihre Mehrheit heute verloren. Also auf solche juristischen Feinheiten kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Verstehen Sie, ich habe eine historische Mission. Und da schauen Sie sich um in der Welt. Putin, Trump, Petri. Und am Ende verstehen Sie sich alle noch. Wissen Sie, was das für den Weltfrieden bedeutet? Von der CSU begrüße ich Horst Seehofer. Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht? Das ist natürlich Unsinn. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht, das da lautet, Markus Söder um jeden Preis zu verhindern. Und damit werde ich auch weitermachen, so lange, bis Markus Söder zu alt ist, um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten noch genießen zu können. Das hat beim Prinz Charles auch ganz prima geklappt. Meine Damen und Herren, die SPD ist nicht mehr im Bundestag vertreten, also auch heute bei uns nicht in der Berliner Runde. Aber wie ich höre, gibt es eine erste Reaktion von Sigmar Gabriel. Ja, auch gut. Konsequent, ja. Ja. Nun haben wir noch Frau Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Und der Linken? Ich weiß wirklich nicht, was gut sein soll an einem Abend, an dem immer noch 15% der Deutschen unter der Armutsgrenze leben. Ja. Mir ist das zu viel. Mhm. Herr Hofreiter, zu viel Arme oder zu viel Pessimismus? Zu viel Senf. Haben Sie vielleicht eine Serviette für mich? Irgendwie was mit Umweltsiegel oder einem blauen Engel? Oder wenn so. Sie einen blauen Engel brauchen, Herr Hofreiter, dann nehmen Sie doch Frau Merkel. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab ganz recht. Ja. Populistin. Und last but least von der AfD, die Wahlsiegerin, Frauke Petry. Frau Petry? Ja, es ist mir unangenehm, etwas zu sagen, wenn ich nicht vorher unterbrochen worden bin, worauf ich dann hinweisen kann, um mich als Opfer des Gesprächs zu evaluieren. Aber ich verspreche dem deutschen Volk, ich bin auch weiter gegen die da oben, auch wenn ich jetzt die da oben bin. Ja, 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 mal halblang, Püppchen, verstehst du? Hier,
die da oben, die bin immer noch ich. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber ich bin immer noch eure Kanzlerin. Und wenn ihr es vergessen habt, hinter mir, da steht die New York Times, das ist Englisch und heißt Abendzeitung. Aber so sieht's aus. Aber reicht das schon, um ihre Macht zu legitimieren? Nein, ich hab Atomwaffen. Weißt du, Angela, die gehören immer noch dem Donald. Ja. Mist. Okay. Ja, aber zeugt dieses Ergebnis heute nicht von einer gewissen Politikverdrossenheit? Andersrum wird ein Schuh draus. Ja? Ich traue dem deutschen Wähler nicht mehr zu, die Probleme Deutschlands lösen zu können. Ja, das ist absolut richtig, nicht wahr? Ja, wo ist denn, es doch, lass es raus. Wo ist denn der Wähler, bitte, wo ist denn der Wähler, der sagt, ich nehme eine wachsende soziale Ungerechtigkeit in Kauf, wenn ich dafür keine anständige Erbschaftssteuer bekomme? So ist es. Ja, so ist es doch. Und wenn man eine Vermögensteuer anbietet, dann ist es auch wieder nicht recht. Wirklich. Herr Hofreiter, Sie wollten zwar die Vermögenssteuer, aber nur die für Superreiche. Ja, das war ja gerade das Gute daran, dass sie völlig folgenlos blieb. Aber ich muss mal auch sagen, wir hätten gut also das Konzept nicht auf andere Themen übertragen sollen. Ja, war eine brillante Idee. Tempolimit für Superschnelle. Ab 400 km/h. Ja, Sie sind auch nicht sehr viel besser. Also für eine linkspopulistische Partei sind Sie reichlich unpopulär. Ich sage nur 5,5%. Was reden wir hier über 5,5%, wenn 62 Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung? Frau Wagenknecht, ich glaube, das ist jetzt Populismus, oder? Nein, das ist eine Zahl. Ja, aber die Zahl, auf die könnte sich auch Donald Trump berufen. Ja. Deswegen wird die Zahl ja nicht falsch. Ja, also, aber Sie übernehmen dann die Realität von Donald Trump, die Wirklichkeit. Ja, es gibt keine andere Wirklichkeit. Doch, unsere. Ja, also, wenn ich da mal was sagen darf, die Wirklichkeit, ja, ist ja von der Realität häufig nicht zu unterscheiden. Ja. Und die Realität ist doch, ich bin weiterhin eure Kanzlerin. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Ja, ja Angela, du hättest ja auch weiter müssen dürfen, ne? Wenn du nur gewollt hättest, einfach das Wort Obergrenze ins Programm schreiben. Aber du wolltest ja nicht. Mensch, Horst, wir haben noch extra 2017 ein Dachgesetz zur Zuwanderung verabschiedet. Ja, was hat denn das Dachgesetz jetzt damit zu tun? Ein Dach ist vom Haus die was? Die Obergrenze. Nö. Ja, wenn ich das schon nicht verstanden habe, dann hat es der Wähler natürlich auch nicht verstanden. Ja, das ist noch komplizierter. Aber Dachgesetz. Deswegen. Dachgesetz, das ist doch wirklich ein gutes Beispiel für diese übertriebene Political Correctness, die es uns verbietet, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und die es auch diesen ganzen Gender-Wahnsinn verschafft hat. Aber ab heute Abend ist alles anders. Da kann man wieder ganz angstfrei sagen, ich fühle mich von einem Unisex-Klo ausgegrenzt. Ja, wieso? Sie dürfen doch da auch drauf. Ach so, aber ich muss doch nicht. Na, müssen tun Sie nicht. Guter Mann, woher wollen Sie denn wissen, wann ich muss? Ich muss immer noch, wann ich will. Das steht im Parteiprogramm der AfD und damit haben wir die Wahl gewonnen. Mit so einem Schafscheiß haben die Wahl gewonnen. Ich pack's nicht. Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen, Angela, nicht wahr? Denn das ist ja auch die Lehre aus dem heutigen Wahlergebnis. Schluss mit der politischen Korrektheit. Nicht wahr? Die von der Leyen hat das auch gesagt. Was? Ja, und der Kretschmann auch. Ach, jetzt. Und deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Neger. Was ist jetzt? Entschuldigung, also, hast du das? Nein. Ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Neger. Also, jetzt ist aber. Schlitzeauge. Jetzt hört ihr. Kanacke. Also wirklich, Herr Seehofer. Ja, alter Button, du Kompostbeutel, du Angstschmierer. Ja, steht auf. So schaut's aus. Vorsicht! Ich sage nur, wir von den Grünen, wir haben auch Erfahrung mit Unkorrektheit. Geht doch nicht. Mit Verlaub, Herr Seehofer,
Sie sind ein Arschloch. Gut so, Anton, lass es raus. Ja, Angela, komm, jetzt lass es auch raus. Sag mir mal, was du von mir hältst. Nichts. Na, nicht so, nicht inhaltlich. Oh. Gar nichts. Okay, ja, jetzt streng dich heute mal ein bisschen an, Angela, nicht wahr? Beleidige mich. Also gut, du. Du Söder! Au! 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 Aber das ist in Ordnung. Ich hab's ja herausgefordert. Mach gleich weiter, Angela. Was hältst du von der da? Von dieser Lilifee für Arme. Und von ihrem da? Vollkorn Jesus. Oder und die da hinten? Ja. Sohn Gabi. Das ist ja ungeheuerlich. Hier fordern diejenigen das Ende der politischen Korrektheit, die selbst nie Opfer von Diskriminierung geworden sind. Sie gehören doch zum Establishment. Oh, das geht zu weit. Establishment, das ist genau die Sprache, die das politische Klima in diesem Land vergiftet. Ja. Frau Petri, wollen Sie nichts dazu sagen? Warum sollte ich? Die AfD wirkt ja auch so. Und Sie werden sich doch wundern, was doch alles möglich ist. Wenn man sagt, man kann die Rente doch nicht privatisieren, dem sage ich, wir schaffen doch. Was? Wer sagt, wir können eine ungerechte Steuerverteilung nicht noch ungerechter machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können die Muslime doch nicht zu Sündenböcken machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Hören Sie auf! Was ist denn das? Sie sind eine Parodie! Sie können gar nicht Kanzlerin! Sie sind nämlich nicht Angela Merkel. Und wenn man bei uns Fremden gegenüber endlich kein freundliches Gesicht mehr zeigen muss, dann ist das mein Land, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das sage ich Ihnen als Bundeskanzlerin. Meine Frau und Bundeskanzlerin, ein bisschen Kontenance, wir sind ja hier nicht in Österreich. Ja, Meine Damen und Herren, es sind hier viele Leute zu Wort gekommen, die nichts zu sagen haben. Nun wollen wir mal denen zuhören, die keine Stimme haben und die etwas zu sagen haben. Ja, ich bitte Sie, wer soll denn das sein? Ja, also, was können Sie mir zeigen? Ja. Sie wartet seit 40 Minuten drauf. Bitte. Melikiak. Guten Abend. Guten Abend, also. Guten, ja. Servus. Oh ja, setzen Sie sich doch. Ja. Grüß Gott. Charmant. Ja. Also. Wie kann es eigentlich sein, dass man ständig so ein paar Millionen Menschen einfach vergisst? Wir sprechen von 4 Millionen Ausländern. Entschuldigung, wir sprechen von 8 Millionen Ausländern, über deren Integration man permanent verhandelt. Aber dass diese Ausländer kein Wahlrecht haben, darüber spricht man nicht. Es handelt sich um Gastarbeiter, die vor über 50 Jahren einwanderten, dauerhaft hier leben, Kinder und Enkelkinder bekamen, Unternehmen gründeten und Arbeitsplätze schufen. Sie durften Filme drehen, Tore schießen, Preise gewinnen. Aber bitte nicht wählen. Ist das für eine Demokratie gesund und normal, dass man Millionen Menschen in staatsbürgerliche Pflichten nimmt, aber politisch nicht integriert? In 15 von 28 EU-Mitgliedstaaten dürfen EU-Ausländer wenigstens am Kommunalrecht, an der Kommunalwahl teilnehmen, wenn sie seit 3, 5 oder 7 Jahren da sind. In Schweden, Dänemark, Ungarn oder Großbritannien ist das so. In Deutschland leben seit über einem halben Jahrhundert Inländer, die als Ausländer behandelt werden. Sie haben dieses Land mit aufgebaut, es zu ihrem und zu ihrem Land gemacht. Würde man über Migranten, Türken und Muslime genauso verhandeln, wenn sie mitwählen dürften? Ich glaube nicht. Stattdessen würden politische Kommunikationsagenturen für viel Geld beauftragt werden, diese Gruppe gezielt sensibel und mit allen Regeln der Einseiferei anzusprechen. Man würde mit Steuererleichterungen und Staatsangehörigkeitsofferten nur so um sich werfen. Wie würden Bundestagswahlen ausgehen, wenn es auf einen Schlag Millionen zusätzlicher Stimmen gäbe?
mit allen Regeln der Kunst, mit rechtlichen, finanziellen, sprachtestlichen Hürden und nicht zuletzt mit entwürdigenden und verunglimpfenden Debatten hat man es geschafft, Millionen Menschen an der Einbürgerung zu hindern. Was ist mit Ihren Ängsten? Wen können die aus Protest wählen? Millionen Russlanddeutsche haben ohne Eignungstest den deutschen Pass bekommen. Millionen Migranten aus der Türkei bekamen Roland Kochs Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und also gegen das Wahlrecht. Millionen Ostdeutsche bekamen nach dem Fall der Mauer ohne Sprachtests und Demokratieprüfung das Wahlrecht. Millionen Immigranten und ihre Kinder erhielten nach dem Fall der Mauer Solingen, Mölln, Rostock, Hoyerswerda, Sarrazin, NSU, Pegida, die AfD. Wie viele Talkshows hat es über diese kolossal große Gruppe ohne Wahlrecht gegeben? Vor 250 Jahren warfen amerikanische Hafenarbeiter als Akt des Widerstandes Tee in den Hafen von Boston. Sie riefen No taxation without representation, keine Besteuerung ohne politische Repräsentation. Das war die Boston Tea Party. Die Migranten sollten, um Druck aufzubauen, alle Waren und Güter, die sie herstellen und besteuern, in die Flüsse auskippen. In den Flüssen würden Tonnen von Mercedesen, BMWs und Dönerkebab schwimmen. Ganze Kohlebergwerke und Stahlfabriken lägen in Main und Donau. Berlin ohne Gastarbeiter hätte es nach dem Mauerfall so nie gegeben. Auch Berlin würde jetzt in der Spree liegen. Vielleicht sollten Migranten in den Osten des Landes ziehen. Dort könnten sie Montag für Montag gemeinsam mit den Abgehängten und Besorgten auf vergoldeten Straßenbahnschienen und perlmuttenden Kopfsteinpflastern demonstrieren. Die einen gegen den vermeintlichen Verlust von Mitspracherecht, Heimat und Demokratie und die anderen für ein Wahlrecht, Mitspracherecht und Demokratie. Wie klingt das? Zu populistisch? Zu stark vereinfacht? Also, ich fand's grenzwertig. Um nicht zu sagen, obergrenzwertig. Ja? Ich denke nicht. Ich denke, es ist genau der Ton, der in diesen Debatten herrscht. So zu sprechen hieße, dass man den Gedanken der Anpassung ernst genommen hat. Wer so redet, wäre fabelhaft integriert. Okay. Frau Kiak, wie viele Millionen Wähler haben Sie noch mal anzubieten? Ich bräuchte etwa ein paar Millionen. Das war die Anstalt. Heute mit Antonia von Romanowski, Uta Köbernick, Michael Eitinger, Nele Kiak und Alfred Dobber. Weil dann wird Demokratie zum Demokratismus. Guten Abend. Jetzt live aus München. Die Berliner Runde mit den Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017. Guten Abend, liebe Zuschauer hier in der Berliner Runde. Wir haben die Spitzenkandidaten. Und gleich mal die erste Frage an Frau Merkel. Heißt es jetzt Kanzlerschaft Ade? Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Obama hat zu mir persönlich beim Candlelight-Dinner gesagt, Angie hat er gesagt, Angie, you gotta do it. Das ist Englisch und heißt, du musst es machen. Ja, aber Sie haben doch Ihre Mehrheit heute verloren. Also auf solche juristischen Feinheiten kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Verstehen Sie, ich habe eine historische Mission. Und da schauen Sie sich um in der Welt. Putin, Trump, Petri. Und am Ende verstehen Sie sich alle noch. Wissen Sie, was das für den Weltfrieden bedeutet? Von der CSU begrüße ich Horst Seehofer. Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht, das da lautet, Markus Söder um jeden Preis zu verhindern. Und damit werde ich auch weitermachen, so lange, bis Markus Söder zu alt ist, um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten noch genießen zu können. Das hat beim Prinz Charles auch ganz prima geklappt.
Meine Damen und Herren, die SPD ist nicht mehr im Bundestag vertreten, deswegen auch heute bei uns nicht in der Berliner Runde. Aber wie ich höre, gibt es eine erste Reaktion von Sigmar Gabriel. Ja. Ja, auch gut. Konsequent, ja. Ja. Nun haben wir noch Frau Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Und der Linken? Ich weiß wirklich nicht, was gut sein soll an einem Abend, an dem immer noch 15% der Deutschen unter der Armutsgrenze leben. Mir ist das zu viel. Mhm. Herr Hofreiter, zu viel Arme oder zu viel Pessimismus? Zu viel Senf. Haben Sie vielleicht eine Serviette für mich? Irgendwie was mit Umweltsiegel oder einem blauen Engel oder so? Wenn Sie einen blauen Engel brauchen, Herr Hofreiter, dann nehmen Sie doch Frau Merkel. Was? Was? Ja. Also, Sie sind auch nicht sehr viel besser. Also für eine linkspopulistische Partei sind Sie reichlich unpopulär. Ich sage nur 5,5%. Was reden wir hier über 5,5%, wenn 62 Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung? Frau Wagenknecht, ich glaube, das ist jetzt Populismus, oder? Nein, das ist eine Zahl. Ja, aber die Zahl, auf die könnte sich auch Donald Trump berufen. Ja. Deswegen wird die Zahl ja nicht falsch. Ja, also, aber Sie übernehmen dann die Realität von Donald Trump, die Wirklichkeit. Ja, es gibt keine andere Wirklichkeit. Doch, unsere. Ja, also, wenn ich da mal was sagen darf, die Wirklichkeit, ja, ist ja von der Realität häufig nicht zu unterscheiden. Ja, das ist. Und die Realität ist doch, ich bin weiterhin eure Kanzlerin. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Ja, ja Angela, du hättest ja auch weiter müssen dürfen. Ne? Wenn du nur gewollt hättest, einfach das Wort Obergrenze ins Programm schreiben. Aber du wolltest ja nicht. Mensch, Horst, wir haben noch extra 2017 ein Dachgesetz zur Zuwanderung verabschiedet. Ja, was hat denn das Dachgesetz jetzt damit zu tun? Ein Dach ist vom Haus die was? Die Obergrenze. Nein. Ja, wenn ich das schon nicht verstanden habe, dann hat der Wähler natürlich auch nicht verstanden. Ja, das ist noch komplizierter. Aber Dachgesetz. Deswegen. Dachgesetz, das ist doch wirklich ein gutes Beispiel für diese übertriebene Political Correctness, die es uns verbietet, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und die es auch diesen ganzen Gender-Wahnsinn verschafft hat. Aber ab heute Abend ist alles anders. Da kann man wieder ganz angstfrei sagen, ich fühle mich von einem Unisex-Klo ausgegrenzt. Ja, wieso? Sie dürfen doch da auch drauf. Ach so, aber ich muss doch nicht. Na, müssen tun Sie nicht. Ach, guter Mann, woher wollen Sie denn wissen, wann ich muss? Ich muss immer noch, wann ich will. Das steht im Parteiprogramm der AfD und damit haben wir die Wahl gewonnen. Mit so einem Schafscheiß haben die Wahl gewonnen. Ich pack's nicht. Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen, Angela, nicht wahr? Denn das ist ja auch die Lehre aus dem heutigen Wahlergebnis. Schluss mit der politischen Korrektheit. Nicht wahr? Die von der Leyen hat das auch gesagt. Was? Ja, und der Kretschmann auch. Ach, jetzt. Und deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Neger. Was ist jetzt? Entschuldigung, also, hast du Nein, ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Neger. Also jetzt ist aber. Schlitzeauge. Jetzt. Ich auch ganz wunderbar, ja. Ja, aber nur deshalb, weil Sie als Einziger nicht wussten, dass The Walking Dead eine Serie über hirntote Zombies ist. Jetzt finde ich's noch besser. Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. War das klug von der SPD, bis heute zum Wahltag nicht zu sagen, wer Kanzlerkandidat ist? Das war eigentlich ganz genau wurscht. Weil bei Sigmar Gabriel weiß man, dass er werbetechnisch unverkäuflich ist, sozusagen. Und Martin Schulz mit seinem Bart, ich meine, der letzte Kanzler in Deutschland, der einen Bart hatte, war Österreicher. Vielen Dank, Herr Dorfer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Einschätzung. Ja. Das war doch ich höre. Wiederholt, Was ist?
Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Nein, das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen kommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten. Jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist... unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen. Vielleicht. Ich meinte ja im Bundestag. Ach so, ja. Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen. Also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. abziehen. 13,5%. Das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem noch mal Rot-Rot-Grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann... Gerührt, dass du ihnen nicht einmal mehr die Hautfarbe ansiehst. Wirklich wahr. Ich kenne ihn. Und an diesen Leuten, da hat natürlich die Vignette, die hat dann nicht gepappt. Der Afrikaner schwitzt dich sofort runter. Ja, und dann war er wieder nicht registriert. Ja, da bringt es überhaupt gar nichts, dass der Seehofer bis zuletzt die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen hochgehalten hat. Wir sind ja bis jetzt nicht einmal bei der Hälfte. Wie sollen wir bis zum Jahresende noch 200.000 Flüchtlinge auftreiben? Schauen Sie, der Innenminister Herrmann hat ja schon ganz verzweifelt angerufen beim Roberto Blanco, ob er vielleicht noch irgendjemand kennt oder so. Schauen Sie, bei uns im Strunzenöd kommt die CSU nach wie vor auf knapp 90%. Weil man bei uns immer noch meint, für die AfD, da muss man Sachse sein. Aber das ist, nein, das muss jetzt auch bitte unter uns bleiben. Das wird auch jetzt nicht aufgezeichnet. Nein, wir sind live. Ach so. Gut, dann möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Strunzenöd ist der letzte Hort, an dem die Demokratie noch so funktioniert, dass alle das Gleiche wählen. Und deshalb würde ich fordern, für Strunzenöd die Atombombe. Nein, das ist jetzt kein Schmarrn. Bitte, dieser kleine hässliche Zwerg in Nordkorea hat sie, ja, und wir nicht. Dieser Hundskrüppel darf damit. Meine Damen und Herren, ich fordere die Weltgemeinschaft auf, the atomic bomb is only safe in Strunzenöd. Denn wir halten es mit ihr wie mit der Demokratie. Wir sind stolz, sie zu haben, aber wir benutzen sie nicht. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Altinger, für diese... Vielen Dank. Dieter Rolf, gibt es denn schon erste Erkenntnisse über diese erdrutschartigen Gewinne der AfD? Na, ist vielleicht noch ein bisschen früh an diesem Wahlabend, aber wir können uns schon mal die Wählerwanderungen anschauen. So. Ja, da sieht man doch recht eindeutig... Die AfD kommt ja tatsächlich Wähler aus ganz verschiedenen Lagern, aus verschiedenen politischen Lagern dazugewinnen.
Die AfD ist also sozusagen die Partei für alle die, die ihre politische Heimat verloren haben. Ja, man kann auch sagen, die AfD ist jetzt die Partei der politischen Flüchtlinge. Als Beispiel nur, einige von der CDU sind da herübergewandert in der Hoffnung auf niedrigere Steuern und damit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Also und mir schwirren im Kopf Kandidaten und Parteien. Ich behalte mir vor, mich zu irren. Du schaust auf den Zettel, worum ging's nochmal? Was gilt es hier jetzt zu vermeiden? Hat man eine echte oder nur die Wahl? Ja, da muss man sich entscheiden. Für alle Zuschauer, die jetzt erst zugeschaltet haben, Sie sehen den Wahlabend 2017 im ZDF. Die AfD hat heute Abend völlig überraschend die Wahl gewonnen. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an die Zeit damals vor einem Jahr, auch als Donald Trump ja auch völlig überraschend gewonnen hatte. Naja, völlig überraschend. Jetzt werden Sie mir gleich erklären, dass Sie wissen, warum Donald Trump gewählt worden ist. Lassen Sie mich raten, wahrscheinlich waren die Amerikaner schuld. Ja. Richtig, aber die Frage ist doch, warum werden Populisten wie Petri oder Trump gewählt? Ja, interessante Frage, gutes Stichwort. Schauen wir doch mal in die USA. Und zwar in den letzten 40 Jahren sind dort die Löhne stagniert. Die Hälfte der Amerikaner hat Schwierigkeiten, $400 aufzurufen für einen überraschenden Arztbesuch. Auch die Lebenserwartung sinkt. Gut, das kann man natürlich vielleicht auch positiv sehen. Ich meine, wer früher stirbt, der ist ja auch kürzer arm. Nur weil die Politiker die Arbeiter jahrzehntelang ignoriert haben, müssen die ja nicht gleich Frauke Petri wählen. Sie meinen Trump? Richtig. Ja, mussten sie vielleicht schon, denn sagen wir mal, für die Arbeiter waren die Sozialdemokraten ja keine richtige Alternative mehr. Die US-Demokraten? Die US-Demokraten, richtig. Sehen Sie, für die Arbeiter war das so, die US-Demokraten haben die Arbeiter quasi im Stich gelassen und die haben sich dann mit Trump revanchiert. Schauen wir uns doch mal das Stimmverhalten der Geringverdiener an, also Wähler mit weniger als $50.000. Hast du ja eine hochinteressante Theorie, vielen Dank. Vielleicht nur einen ganz klitzekleinen Haken hat. Sie ist absoluter Bockmist. Okay. Denn hier sieht man ja ganz eindeutig, die Mehrheit der Geringverdiener hat ja offensichtlich für Hillary Clinton gestimmt. Ja, Sie haben vollkommen recht. Allerdings haben vor 4 Jahren noch viel mehr Geringverdiener für die Demokraten, für Obama gestimmt. Die sind allerdings jetzt rübergewandert zu den Republikanern, die Geringverdiener. Ja gut, das waren wahrscheinlich die weißen Geringverdiener und das sind ja alles Rassisten. Ja, Moment, also da steht schon die Frage im Raum, warum einige dieser Rassisten vor 4 Jahren noch Obama gewählt haben. Weil die ja wollen, dass die Schwarzen haben, müssen die ja nicht gleich Frauke Petri wählen. Sie meinen Trump? Richtig. Ja, mussten sie vielleicht schon, denn sagen wir mal, für die Arbeiter waren die Sozialdemokraten ja keine richtige Alternative mehr. Die US-Demokraten? Die US-Demokraten, richtig. Sehen Sie, für die Arbeiter war das so, die US-Demokraten haben die Arbeiter quasi im Stich gelassen und die haben sich dann mit Trump revanchiert. Schauen wir uns doch mal das Stimmverhalten der Geringverdiener an, also Wähler mit weniger als $50.000. Hast du ja eine hochinteressante Theorie, vielen Dank. Vielleicht nur einen ganz klitzekleinen Haken hat. Sie ist absoluter Bockmist. Okay. Denn hier sieht man ja ganz eindeutig, die Mehrheit der Geringverdiener hat ja offensichtlich für Hillary Clinton gestimmt. Ja, Sie haben vollkommen recht. Allerdings haben vor 4 Jahren noch viel mehr Geringverdiener für die Demokraten, für Obama gestimmt. Die sind allerdings jetzt rübergewandert zu den Republikanern, die Geringverdiener. Ja gut, das waren wahrscheinlich die weißen Geringverdiener und das sind ja alles Rassisten. Ja, Moment, also da steht schon die Frage im Raum, warum einige dieser Rassisten vor 4 Jahren noch Obama gewählt haben. Weil die ja wollen, dass die Schwarzen die Drecksarbeit machen und der Präsident, das ist ja ein echter Scheißjob. Okay, interessante Theorie. Schauen wir uns doch vielleicht mal an, wo Hillary Clinton tatsächlich verloren hat. Das war Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin. Ja, aber das sind doch alles Seegrundstücke. Ich meine, da wohnen doch sicher die Besserverdiener.
Nein, da wohnen die Geringverdiener, das ist der sogenannte Rust Belt. Man hat da viel also Stahlkonzerne, Automobilkonzerne etc. Und ein Problem, diese Region, in den letzten 20 Jahren, man hat viel Industrie verloren, viel Bevölkerung verloren. Was geblieben ist, waren die Billigjobs. Und dort hat man eben nun einen Populisten gewählt. Und das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein für den Wahlausgang bei uns heute Abend. Na, also zeigen Sie mir mal eine Region in Deutschland, die ihre Industrie verloren hat, die unter Abwanderung leidet, wo es kaum nur noch Billigjobs gibt und die Leute deswegen, Frau Gepetri, ich ziehe mein Argument zurück. Aber diese Region ist ja hier. Ja. Diese Region ist ja hier auf der Karte gar nicht drauf. Richtig, die ist zu weit rechts. Trotzdem, warum Trump? Ja. Hat sich Hillary Clinton vielleicht nicht genug um die Arbeiter gekümmert? Doch, sie hat das gemacht, was eine gute Sozialdemokratin macht. US-Demokratin? US-Demokratin, richtig. Sie hat sich zu den Arbeitern heruntergebeugt und gesagt, na, das ist die Globalisierung, da kann ich nichts machen. Na, das ist doch erfrischend ehrlich. Ja. Ne? Stimmt ja auch, Politik schafft nun mal keine Arbeitsplätze. Ja, aber im Wegschaffen ist sie gar nicht so schlecht. Schauen wir uns das mal als Beispiel an. NAFTA, Freihandelsabkommen, USA, Kanada und Mexiko, damals unterschrieben vom US-Demokraten Bill Clinton. Ja, das sollte ja pro Jahr 200.000 Arbeitsplätze bringen. Ja, es hat dann 1 Million Arbeitsplätze gebracht, allerdings ins Ausland. Da. Das ist eben Freihandel, nicht wahr? Dafür sind aber auch Schlitzeaugen. Kanacke. Also wirklich, Herr Seehofer. Alter, Pappen, du Kompostbeutel, du Arschmierder. Genau. So schaut's aus. Vorsicht! Ich sage nur, wir von den Grünen, wir haben auch Erfahrung mit Unkorrektheit. Geht doch nicht. Mit Verlaub. Herr Seehofer, Sie sind ein Arschloch. Gut so, Anton, lass es raus. Ja, Angela, komm, jetzt lass es auch raus. Sag mir mal, was du von mir hältst. Nichts. Na, nicht so, nicht inhaltlich. Oh. Gar nichts. Okay, jetzt streng dich heute mal ein bisschen an, Angela, nicht wahr? Beleidige mich. Also gut, du Söder! Au! 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 Das ist in Ordnung. Ich hab's ja herausgefordert. Mach gleich weiter, Angela. Was hältst du von der da? Von dieser Lilifee für Arme. Von Yanda. Vollkorn Jesus. Ja. Oder die da hinten. Ja. Sohn Gabi. Das ist ja ungeheuerlich. Hier fordern diejenigen das Ende der politischen Korrektheit, die selbst nie Opfer von Diskriminierung geworden sind. Sie gehören doch zum Establishment. Oh, das geht zu weit. Establishment, das ist genau die Sprache, die das politische Klima in diesem Land vergiftet. Ja. Frau Petri, wollen Sie nichts dazu sagen? Warum sollte ich? Die AfD wirkt ja auch so. Und Sie werden sich doch wundern, was doch alles möglich ist. Wenn man sagt, man kann die Rente doch nicht privatisieren, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können eine ungerechte Steuerverteilung nicht noch ungerechter machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können die Muslime doch nicht zu Sündenböcken machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Hören Sie auf! Was ist denn das? Sie sind eine Parodie. Sie können gar nicht Kanzlerin. Sie sind nämlich nicht Angela Merkel. Und wenn man bei uns Fremden gegenüber endlich kein freundliches Gesicht mehr zeigen muss, dann ist das mein Land, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das sage ich Ihnen als Bundeskanzlerin. Meine Frau und Bundeskanzlerin, ein bisschen Kontenance, wir sind ja hier nicht in Österreich. Dinge. Als Beispiel nur, einige von der CDU sind da herübergewandert in der Hoffnung auf niedrigere Steuern und damit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Also quasi Wirtschaftsflüchtlinge? Ja.
Aber die Union hatte doch im Wahljahr versucht, durch eine schärfere Law-and-Order-Politik eine Brücke zu bauen zur AfD. Das ist ganz interessant. Diese Brücke hat es tatsächlich gegeben. Allerdings war man schlichtweg überrascht, wie viele Unionswähler diese Brücke benutzt haben, um zur AfD überzulaufen. Schauen wir noch mal ganz kurz und dann sehen wir, die AfD hat ja auch erstaunlich viele SPD-Wähler aufgenommen. Ja, dazu war sie geradezu verpflichtet, weil Sozialdemokraten werden ja innerhalb der SPD seit Jahren systematisch verfolgt. Richtig. Sagen Sie, wo wir bei der SPD sind, SPD, Volkspartei, müssen wir uns nicht langsam verabschieden von diesem Begriff angesichts dieser doch großen Wählerwanderung? Ich würde sogar von einer Völkerwanderung sprechen, um nicht zu sagen von einem Völkersprint. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, kurz erklären, ja, Dieter Rolf. Das ist ganz interessant. Das Politbarometer hat zum allerersten Mal die Geschwindigkeit gemessen, mit der Wähler die SPD verlassen haben. Und man kam auf satte 25 Stundenkilometer. Man könnte quasi auch sagen, da rennt Asozi. Ja. Vielen Dank, Dieter Rolf. Wir wissen also jetzt, wer die AfD gewählt hat, wissen aber noch nicht, warum. Bei uns im Studio ist jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Frau Meli Giak, sie ist Publizistin, Schriftstellerin und sie hat einen Hintergrund als Kolumnistin für Zeit Online. Frau Kiak, zugespitzt gefragt, ist der Erfolg der AfD heute Abend nicht auch auf Menschen wie Sie zurückzuführen? Bitte? Nun, Sie sind intellektuell erfolgreich, streitbar, eine Frau. Sie heißen Kiak und Ihre Kolumne heißt Deutschstunde. Ist das nicht ein bisschen viel? Könnte das nicht Ressentiments in der deutschen Bevölkerung hervorrufen, die dann heute Abend von der AfD erfolgreich abgeschöpft wurden? Mit anderen Worten, ich bin jetzt schuld an der AfD? Vielen Dank, eine klare Analyse. Wie ich höre, meine Damen und Herren, die Live-Schalte steht, meine Damen und Herren. Die Vorsitzende der AfD betritt jetzt die Räume im Hindenburg-Saal und gibt ein erstes Statement ab. Wir schalten gleich mal rüber. Liebe Freunde, liebe Mitstreiter und liebe Frauen der Mitstreiter und Freunde, liebe Streitende und Mitfreunde, unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Was für ein siegreicher Tag. Und die Realität ist doch, ich bin weiterhin eure Kanzlerin. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Ja, ja Angela, du hättest ja auch weiter müssen dürfen. Ne? Wenn du nur gewollt hättest, einfach das Wort Obergrenze ins Programm schreiben. Aber du wolltest ja nicht. Mensch, Horst, wir haben noch extra 2017 ein Dachgesetz zur Zuwanderung verabschiedet. Ja, was hat denn das Dachgesetz jetzt damit zu tun? Ein Dach ist vom Haus die was? Die Obergrenze. Ja, wenn ich das schon nicht verstanden habe. Ach, dann hat's der Wähler natürlich auch nicht verstanden. Ja, find's denn noch komplizierter. Aber Dachgesetz. Deswegen. Dachgesetz, das ist doch wirklich ein gutes Beispiel für diese übertriebene Political Correctness, die es uns verbietet, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und die es auch diesen ganzen Gender-Wahnsinn verschafft hat. Aber ab heute Abend ist alles anders. Da kann man wieder ganz angstfrei sagen, ich fühle mich von einem Unisex-Klo ausgegrenzt. Ja, wieso? Sie dürfen doch da auch drauf. Ach so, aber ich muss doch nicht. Na, müssen tun Sie nicht. Ach, guter Mann, woher wollen Sie denn wissen, wann ich muss? Ich muss immer noch, wann ich will. Das steht im Parteiprogramm der AfD und damit haben wir die Wahl gewonnen. Mit so einem Schafscheiß haben die Wahl gewonnen. Ich pack's nicht. Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen, Angela, nicht wahr? Denn das ist ja auch die Lehre aus dem heutigen Wahlergebnis. Schluss mit der politischen Korrektheit. Nicht wahr? Die von der Leyen hat das auch gesagt. Was? Ja, und der Kretschmann auch. Ach, jetzt. Und deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Neger.
Ich sag's gleich noch mal. Seehofer. Ich sag's gleich noch mal. Seehofer. Neger. Also jetzt ist aber. Schlitzauge. Jetzt hör du auf. Kanacke. Also wirklich, Herr Seehofer. Alter, Pappen, du Kompostbeutel, du Arschmierder. Genau. So schaut's aus. Vorsicht! Ich sage nur, wir von den Grünen, wir haben auch Erfahrung mit Unkorrektheit. Geht doch nicht. Mit Verlaub, Herr Seehofer, Sie sind ein Arschloch. Gut so, Anton, lass es raus. Ja, Angela, komm, jetzt lass es auch raus. Sag mir mal, was du von mir hältst. Nichts. Na, nicht so, nicht inhaltlich. Oh. Gar nichts. Okay, ja, jetzt streng dich heute mal ein bisschen an, Angela, nicht wahr? Beleidige mich. Heire Mexiko überwechseln konnten. Naja, was hängt der Stahlarbeiter auch so an seinem Beruf? Nur weil er ihn gelernt und jahrzehntelang ausgeübt hat, nicht wahr? Außerdem, was hätte die Politik denn tun sollen? Etwa unrentable Industrien retten? Eine wunderbare Idee. Schauen wir doch mal zurück. 1977, Sie erinnern sich, die Stahlkrise. Hier ist Youngstown, Ohio. Man hat als die Arbeiter und die Gemeinden haben gedacht, Mensch, wir haben hier marode Stahlwerke. Lass sie uns doch selbst übernehmen. Lass sie uns modernisieren. Machbarkeitsstudien wurden gemacht. Und dann fehlte nur noch eins, ein Kredit der amerikanischen Regierung. Allerdings haben sie diesen Kredit nicht bekommen. Warum? Weil die Regierung gesagt hat, das wäre ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Ja. Das ist vielleicht auch besser so, war ja ein völlig unrealistischer Plan, ne? Ja, es war viel realistischer, alles verrotten zu lassen, eine völlig perspektivlose Region zu schaffen, in der der Hass auf das System immer weiter anschwillt, bis man dann eben Frauke Petri glaubt, dass alles besser wird, wenn nur die Ausländer weg sind. Sie meinen Donald Trump? Was habe ich gesagt? Aber auf der anderen Seite zeigen Sie mir ein Stahlwerk in Arbeitnehmerhand, das profitabel arbeitet. Gerne. So, schauen wir doch mal nach Spanien. Mondragon, ein Mischkonzern, Autos, Maschinen etc. Das ist seit 25 Jahren in Arbeitnehmerhand, eines der modernsten Industriewerke der Welt. 100.000 Beschäftigte und sehr interessant, die Chefs dürfen maximal das Achtfache eines normalen Arbeiters verdienen. Sie erinnern sich damals bei Winterkorn, da war es das 400-fache. Aber das ist eben ein wunderbarer Konzern, wo viele aus dem Rustbelt jetzt hinfahren und sich weinend erklären lassen, wie es hätte besser laufen können, wenn ihre Politik zu Hause das gewollt hätte. Also gut, wir haben gelernt, im Rust Belt lief es jetzt nicht ganz so gut, nicht wahr? Aber man kann doch feststellen, dass es mit der US-Wirtschaft unter dem Demokraten Bill Clinton doch steil aufwärts ging. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings natürlich nicht für die Arbeiter, sehen hier unten die grüne Linie, das Durchschnittseinkommen der Arbeiter. Allerdings für die Topverdiener ging es weit nach oben, die zum Beispiel in der Finanzbranche tätig waren, bis dann zur Finanzkrise. Ja, gut, so eine Finanzkrise, die kommt halt, nicht wahr? Da kann die Politik ja gar nichts machen. Interessanterweise, diese Finanzkrise war von der Politik gemacht. Spannenderweise, hier, Bill Clinton hat ein Kabinett gebildet aus Millionären und Bankern und die haben dann sämtliche Gesetze abgeräumt, die diese Banken noch reguliert hatten. Hier können wir mal kurz zuschauen bei der Unterzeichnung dieser Deregulierung. Vielleicht, ja, sehen Sie, ach, gucken wir, wie er guckt, hat er gut gemacht, sind Sie alle sehr zufrieden, dass die Banken im Grunde machen konnten, was sie wollten. Ein Präsident der Bosse, sagen Sie, waren da die Wähler, die ihn als Demokraten gewählt haben, nicht ein bisschen verwirrt? Nein, nein, überhaupt nicht, weil Gerhard Clinton hat ihn ganz klar erklärt, er hat ihnen gesagt, das, was für die Banken gut ist, das ist auch gut für unser Land, bis halt dann eben die Finanzkrise kam. Ah ja. Na gut, dann hat man den Bankern natürlich dasselbe gesagt, was man den Stahlarbeitern gesagt hat. Nicht wahr? Gesagt, wir können euch jetzt kein Geld geben. Das wäre ja ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Nicht wahr? Seid halt unproduktiv. Lernt halt mal was Neues. Ändern. Es wird aber nicht gemacht und deswegen wählen Sie aus Protest die AfD. Da sehe ich ja dann noch eine gewisse Parallele zu den USA. Ja, und da möchte ich an dieser Stelle Jens Jahne jetzt mal Richard Rorty zitieren. Für unsere Zuschauer vielleicht ganz kurz. Richard Rorty, das ist ein... Dieter Rolf? Richard Rorty, das ist dein Mann? Richtig. Sein Mann, der hat schon vor 20 Jahren den Trump vorhergesagt. Ach so, ein Verschwörungstheoretiker aus dem Internet. Nein, ein Philosoph aus Stanford, du Fatzke. Es, man muss man nicht kennen als Fernsehjournalist. Na gut, aber... Ich lese jetzt mal was von ihm, weil das wird sich jetzt ein paar Zuschauer kosten, aber ich lese mal. Du jetzt nicht, Tigerchen, ist wichtig.
Achtung. Gewerkschaftliche und nicht organisiert ungelernte Arbeiter werden früher oder später erkennen, dass ihre Regierung nicht einmal versucht, etwas gegen sinkende Löhne oder den Verlust von Arbeitsplätzen zu tun. Sind Sie noch bei mir? Gut. Also, ein ansehnlicher Teil der Wählerschaft wird zu dem Schluss kommen, dass das System gescheitert ist und wird nach dem starken Mann suchen, den es wählen kann. Zitat Ende. Oh, das mit dem starken Mann kann für Deutschland nicht gelten, nicht wahr? Petri ist ja eine Frau. Ja, das, vielen Dank, sind sehr spannende Einblicke in das Seelenleben des Prekariats. Herr Schuster, nun sind Sie ja als Beamter sozial abgesichert und haben trotzdem die AfD gewählt. Ich nehme an, aus Solidarität zu Ihrer Lebensgefährtin? Nö, ich hab einfach was gegen Muslime. Entschuldigen Sie, Herr Schuster, das sagt man nicht. Jetzt schon. Tja, vielen Dank, Herr und Frau Schuster. Ja, ich danke. Vielen Dank an die Schusters. Ja, Rassismus hatten wir bisher gar nicht als möglichen Grund für den Wahlerfolg der Populisten auf dem Plan. Ja, vielleicht, weil er uns beide nicht betrifft. Richtig. So, was wissen wir bisher? Die AfD hat 38%. Petri wird wahrscheinlich Bundeskanzlerin. Aber wir sind bei der Frage nach dem Warum keinen wirklichen Schritt weiter, trotz ihres tollen Touchscreens, Dieter Rolf. Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal die Kompetenzwerte der Parteien an. Wem trauen die Wähler also was zu? Also wem trauen sie zum Beispiel zu, die soziale Ungerechtigkeit, die die eigene Politik mit verursacht hat, erfolglos zu bekämpfen? Und da sagen tatsächlich 100% SPD. Oh, eine völlige Kompetenz beim Thema Scheingerechtigkeit. Welche Kompetenz traut der Wähler denn der Union zu? Das ist ganz interessant, hier Flüchtlingsverdrängung. 80% trauen der Union zu, am ehesten Flüchtlinge so unsichtbar ertrinken zu lassen, dass es das eigene christliche Gewissen nicht allzu sehr belastet. Und traut... Ja, ja, ich nenne ihn mein revolutionäres Potenzial, nicht wahr, Tigerchen? Sagen Sie, machen Sie es sich mit Ihrer Globalisierungskritik nicht ein bisschen zu einfach? Ich hab doch gar nichts gesagt. Was ich meine, ist Ihre Globalisierungskritik, ist die nicht eigentlich postfaktisch? Sie wissen, was das ist? Ja, das ist, wenn Sie auf Fakten bestehen und Ihren Kindern gleichzeitig Globuli geben. Das ist es nämlich, das ist es. Also, ich finde gut, Sie ja, Moment, also... Nicht Oma gesagt. Entschuldigung, das... Also, da möchte ich doch mal sagen, dass bei mir wirkt die Homöopathie... Gut, also, typisch, mit Globalisierungsgegnern kann man einfach nicht diskutieren. Jetzt hören Sie mal, Freundchen, ja? Ich bin Friseuse, 8,50 die Stunde, meine Rente können Sie sich vorstellen, ja? Aber das ist nicht wegen der Globalisierung. Nee, ich stehe nicht in Konkurrenz zu einem Friseur in Bangladesch. Ich verdiene einfach zu wenig Geld. Und das liegt daran, weil die Politik nämlich ja keinen höheren Mindestlohn will. Moment, da muss ich kurz einhaken. Die AfD wollte zuerst überhaupt keinen Mindestlohn, jetzt nur zähneknirschend. Ist denn die AfD die richtige Partei für Sie, Frau Schuster? Ich hab die Linke gewählt, aber da sind sie nicht zu mir ins Wohnzimmer geschaltet. Ja, jetzt hab ich die AfD gewählt und jetzt bin ich im Fernsehen. Ich will alle grüßen, die mich kennen und lieben. Hallo Uwe, hallo Katrin, hallo Horst. Ist schon gut. Ist Tigerchen. Frau Schuster, wenn ich noch mal fragen darf, Sie sagen also, es wäre politisch möglich, an Ihrem Lohn, Ihrer Rente etwas zu verändern. Es wird aber nicht gemacht und deswegen wählen Sie aus Protest die AfD. Da sehe ich ja dann noch eine gewisse Parallele zu den USA. Ja, und da möchte ich an dieser Stelle Jens Jahne jetzt mal Richard Rorty zitieren. Für unsere Zuschauer vielleicht ganz kurz. Richard Rorty, das ist ein... Dieter Rolf? Richard Rorty, das ist ein Mann... Richtig. Sein Mann, der hat schon vor 20 Jahren den Trump vorhergesagt. Ach so, ein Verschwörungstheoretiker aus dem Internet. Nein, ein Philosoph aus Stanford, du Fatzke. Man muss man nicht kennen als Fernsehjournalist. Na gut, aber ich lese jetzt mal was von ihm, weil das wird sich jetzt ein paar Zuschauer kosten, aber ich lese mal. Du jetzt nicht, Tigerchen, ist wichtig. Achtung. Gewerkschaftliche und nicht organisiert ungelernte Arbeiter werden früher oder später erkennen, dass ihre Regierung nicht einmal versucht, etwas gegen sinkende Löhne oder den Verlust von Arbeitsplätzen zu tun. Sind Sie noch bei mir? Gut.
Also, ein ansehnlicher Teil der Wählerschaft wird zu dem Schluss kommen, dass das System gescheitert ist und wird nach dem starken Mann suchen, den es wählen kann. Zitat Ende. Oh, das mit dem starken Mann kann für Deutschland nicht gelten. Ja. Populistin. Und last but least, von der AfD, die Wahlsiegerin, Frauke Petri. Frau Petri? Ja, es ist mir unangenehm, etwas zu sagen, wenn ich nicht vorher unterbrochen worden bin, worauf ich dann hinweisen kann, um mich als Opfer des Gesprächs zu evaluieren. Aber ich verspreche dem deutschen Volk, ich bin auch weiter gegen die da oben, auch wenn ich jetzt die da oben bin. Ja, ja, ja. Mal halblang, Püppchen, verstehst du? Hier, die da oben, die bin immer noch ich. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber ich bin immer noch eure Kanzlerin. Und wenn ihr es vergessen habt, hinter mir, da steht die New York Times, das ist Englisch und heißt Abendzeitung. Aber so sieht's aus. Ja, ja. Aber reicht das schon, um ihre Macht zu legitimieren? Nein, ich hab Atomwaffen. Weißt du, Angela, die gehören immer noch dem Donald. Ja. Mist. Okay. Ja, aber zeugt dieses Ergebnis heute nicht von einer gewissen Politikverdrossenheit? Andersrum wird ein Schuh draus. Ja? Ich traue dem deutschen Wähler nicht mehr zu, die Probleme Deutschlands lösen zu können. Ja, das ist absolut richtig, nicht wahr? Ja, wo ist denn, es doch, lass es raus. Wo ist denn der Wähler, bitte, wo ist denn der Wähler, der sagt, ich nehme eine wachsende soziale Ungerechtigkeit in Kauf, wenn ich dafür keine anständige Erbschaftssteuer bekomme? So ist es, ja, ja, so ist es doch. Ja. Und wenn man eine Vermögensteuer anbietet, dann ist es ja auch wieder nicht recht. Wirklich. Herr Hofreiter, Sie wollten zwar die Vermögenssteuer, aber nur die für Superreiche. Ja, das war ja gerade das Gute daran, dass sie völlig folgenlos blieb. Ja. Ja? Aber ich muss mal auch sagen, wir hätten gut also das Konzept nicht auf andere Themen übertragen sollen. Ja, war eine brillante Idee. Tempolimit für Superschnelle. Ab 400 km/h. Ja, 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 Sie sind auch nicht sehr viel besser. Also für eine linkspopulistische Partei sind Sie reichlich unpopulär. Ich sag nur 5,5%. Was reden wir hier über 5,5%, wenn 62 Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung? Frau Wagenknecht, ich glaube, das ist jetzt Populismus, oder? Nein, das ist eine Zahl. Ja, aber die Zahl, auf die könnte sich auch Donald Trump berufen. Ja. Deswegen wird die Zahl ja nicht falsch. Ja, also, aber Sie übernehmen dann die Realität von Donald Trump, die Wirklichkeit. Ja, es gibt keine andere Wirklichkeit. Doch, unsere. Ja, also, wenn ich da mal sagen darf, die Wirklichkeit, ja, ist ja von der Realität häufig nicht zu unterscheiden. Ich auch ganz wunderbar, ja. Ja, aber nur deshalb, weil Sie als Einziger nicht wussten, dass The Walking Dead eine Serie über hirntote Zombies ist. Jetzt finde ich es noch besser. Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. War das klug von der SPD, bis heute zum Wahltag nicht zu sagen, wer Kanzlerkandidat ist? Das war eigentlich ganz genau wurscht. Weil bei Sigmar Gabriel weiß man, dass er werbetechnisch unverkäuflich ist, sozusagen. Und Martin Schulz mit seinem Bart, ich meine, der letzte Kanzler in Deutschland, der einen Bart hatte, war... Österreicher. Vielen Dank, Herr Dorfer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Einschätzung. Ja, das war doch relativ... Ich höre, wiederholt, ich höre. Was ist... Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen kommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten.
jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen. Vielleicht, ich meinte ja, im Bundestag. Ach so, ja. Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen. Also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. abziehen. 13,5%. Das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem noch mal rot-rot-grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann...